Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine weitere Uhr von Heinrich Taucher. Wolfgang Heinrich hat vor einiger Zeit die Heinrich Taucher entworfen, entwickelt, auf den Markt gebracht. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass diese Videos bei mir eine sehr, sehr große, tolle Resonanz hatten, weil es auch einfach klasse Uhren waren. Wolfgang hat mich vor einigen Tagen angerufen und gesagt, es gibt eine Version 2, es gibt eine Taucher 2, eine Heinrich Taucher 2, eine zweite Heinrich Taucher. Ich weiß gar nicht genau, wie der offizielle Name ist. Ob ich nicht Interesse daran hätte, die Uhr zu zeigen, und logisch habe ich Interesse, die Uhr zu zeigen. Um diese Uhr geht es in diesem Video. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe ganz, ganz viel Licht gesehen. Ich habe auch ein kleines bisschen Schatten gesehen, aber darüber schon mit Wolfgang gesprochen. Das heißt, an dem Prototyp, den ich hier auf dem Tisch habe, wird sich vielleicht noch was ändern. Aber alles das erzähle ich euch im Detail in diesem Video. So, hier haben wir also jetzt das gute Stück. Ich habe mir die Box extra mitschicken lassen, weil das ist mal eine richtig schöne, große Box. Ich finde, das darf man durchaus auch ruhig zeigen. Das ist also hier der Umkarton gewesen. Jetzt kommt die eigentliche Box. Ihr seht, alles wirklich gut verpackt. Und in der Box drin sind die Uhren. Ich gehe mal ein kleines bisschen ran, damit man auch die Uhr wirklich gut sehen kann. Ihr seht schon, das Stahlband ist was Besonderes. Da komme ich aber später noch im Detail zu. Ich muss noch klären, ob, das weiß ich einfach nicht genau, ob diese Mappe hier standardmäßig dazugehört. Aber wenn ich mir die Aussparung angucke, in der Box gehe ich davon aus, dass dieses Reiseetui aus Leder dabei ist. Und tada, hier ist noch eine zweite Variante der Uhr drin, die ich euch selbstverständlich auch zeigen werde. Und wir haben noch eine Schließe. Auch mit dieser Schließe hat es etwas auf sich, werde ich euch aber im Detail zeigen. Jetzt packen wir die Box mal zur Seite und schauen uns die Uhr einfach mal ein kleines bisschen von nahem an. Und damit wir das Ganze auch vergleichen können, packen wir die schwarze daneben. Und ihr könnt sehen, zwei sehr außergewöhnliche Uhren. Und ich stelle sie mal ganz kurz, damit man die Zeiger auch was besser sieht. So, ich stelle sie jetzt nicht auf die übliche Zeit, aber doch so, dass man die Zeiger und die Indizes etwas besser sehen kann. Hey, ihr könnt schon sehen, bei der einen Uhr gibt es ein Datum auf der 6 Uhr Position und bei dieser gibt es kein Datum. Das ist optional wählbar. Ich habe an dieser Uhr vieles entdeckt, was ich außergewöhnlich und bemerkenswert finde. Möchte aber vorher einfach einmal mit den Standardsachen anfangen. Und dazu gehört selbstverständlich auch der Durchmesser. Der Durchmesser der Uhr beträgt 41 mm. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es keine Hörner. Es gibt eine kleine Rundung, in die das Metallband integriert ist. Das sitzt wirklich sehr bequem und ist wirklich sehr schön zu tragen. Die Lünette dreht in einer Richtung. Ich schaue mal, ob ich das einfangen kann vom Ton her. Das ist also der Ton der Lünette an meinem
Bügelmikro gewesen. Wir haben, ähnlich wie bei der Taucher 1, ein Wellenmuster auf der sehr griffigen Lünette. Wir haben eine große, griffige, verschraubbare Krone. Auf der Frontseite ist ein Saphirglas verbaut. Und zwar nennt sich diese Art des Saphirglases Box-Shaped Saphirglas. Das heißt, es ist ein hochstehendes Saphirglas in der Form der Kunststoffgläser. Man sieht das hier ein kleines bisschen. Das ist ein sehr teurer und aufwendiger Prozess. Das sind so ziemlich die teuersten Saphirgläser, die man bekommen kann. Also wirklich ziemlich aufwendig gemacht. Jetzt schauen wir uns auch mal die Dicke der Uhr an. So, da haben wir das Ganze. Die Uhr hat eine Gesamtdicke von 14, kann man das sehen, da 14,1 mm einschließlich des gewölbten dicken Saphirglases. Ohne dieses Saphirglas liegen wir bei 11,5. Kann das sein, dass das Glas 3 mm ist? Vielleicht ist der Boden auch noch ein bisschen gewölbt, aber man kann schon sehen, dass das Glas doch ziemlich hoch raussteht. Auf der Krone haben wir das Heinrich-Taucher-Logo und in der Uhr verbaut wird das Sellita SW200-1. Interessant finde ich, und das hat mir der Wolfgang Heinrich extra gesagt, bei der Version mit Datum gibt es natürlich den Kronenstopp für das Datum. Bei der Version ohne Datum, die ich hier in Schwarz habe, wird diese Geisterposition entfernt, sodass es hier keinen unnötigen Zwischenstopp gibt für das Datum. Finde ich wirklich sehr schön. Die Werke werden aller Voraussicht nach, und hier handelt es sich im Augenblick um Prototypen, das heißt, es gibt noch ein paar Spezifikationen, die sich vielleicht geringfügig ändern. Die Werke werden aller Voraussicht nach in der Elaboré-Version kommen. Gegen Aufpreis wird es möglicherweise auch die Top-Version des Werkes geben, das ist aber noch nicht final geklärt. Wir haben auf den Zeigern und auf den Indizes auch Leuchtmasse verbaut. Wie gut und wie stark sie leuchten, werde ich euch später im Video zeigen. Es handelt sich hierbei um die Super Luminova C3 Grad X1. Das heißt, die stärkste, am schnellsten zu aktivierendste und lang anhaltendste Leuchtmasse, die im Augenblick für gutes Geld zu haben ist. Das Ziffernblatt ist übrigens auch etwas Besonderes. Da möchte ich noch mal kurz ein bisschen näher rangehen. Das Ziffernblatt ist ein emailliertes Ziffernblatt mit einem aufgesetzten, gebürsteten Edelstahlring. Und auf diesem Edelstahlring, der auf das emaillierte Ziffernblatt aufgesetzt ist, sind dann noch einmal die Indizes aufgesetzt. Es ist schon ziemlich aufwendig gemacht und nicht nur bedruckt und auch nicht nur eine Lage, sondern das Ziffernblatt besteht hier aus mehreren Arbeitsschritten, die tatsächlich dinglich aufeinander aufbauen und nicht nur sich farblich gegeneinander absetzen. Finde ich richtig gut gemacht. Die Lünetteneinlage ist übrigens Keramik. Und was ich sehr schön finde, ist, dass die 10-Minuten-Schritte diese Keramik unterbrechen und dann wieder in Edelstahl gehalten sind. Finde ich richtig, richtig gut gemacht. Ich finde das insofern auch aufwendiger gemacht,
als eine durchgehende Keramiklünette. Ich gehe noch mal ein kleines bisschen raus, weil hier natürlich sehr viel mehr Anpassungen und Spaltmaße zu berücksichtigen sind. Wirklich schön und gut gemacht. Was ich ebenfalls schön finde, ist, dass, obwohl es keine Hörner gibt, es hier eine kleine Bohrung gibt, um das Band zu wechseln. Damit kann man dann tatsächlich auch sehr schnell ein anderes Band montieren, denn, und das versuche ich euch jetzt auch nochmal zu zeigen, obwohl es keine Hörner gibt, ist das Band so gestaltet, dass man auch ein Lederband oder ein Kautschukband montieren kann. Angesichts der Integration in das Gehäuse gibt es aber die Einschränkung, dass der Umschlag des Bandes, wo der Federsteg durchgeführt wird, nicht zu dick sein darf, weil dann könnte es gegebenenfalls eng werden. Und wo wir gerade dabei sind, gucken wir uns jetzt auch den Boden an. Ein wunderschönes Relief auf dem Boden. Ich finde mittlerweile so etwas beinahe schöner als den Blick auf ein nicht oder nur wenig verziertes Standardwerk. Richtig klasse. Das Gehäuse ist übrigens auch wieder sehr interessant gearbeitet. Mit den, ja, wenn ihr jetzt hier Kratzer seht auf der mattierten Fläche, es ist eine Uhr, die schon viel gereist ist, von der viele Fotos gemacht worden sind. Also das hier wird so selbstverständlich nicht ausgeliefert. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Uhr schon durch viele Hände gegangen ist, so wie gerade auch durch meine. Und diese mattierte Fläche wechselt sich mit einer wunderschönen polierten Faser ab, die auch auf beiden Seiten zu sehen ist, was der Uhr einen sehr, sehr interessanten und schönen Look gibt. Einfach nochmal zum Vergleich auch das dunkelgrüne Ziffernblatt. Auch hier das emaillierte Ziffernblatt mit der aufgesetzten Metallring in der Mitte, der gebürstet ist, und auf den Metallring aufgesetzt die Indizes. Sehr schön gemacht und auch das Datum finde ich hier sehr schön integriert, weil es sich in dem Metallring befindet und damit auch nicht stört. Also oft hat man ja, dass das Datum gerade bei weißen Datumsscheiben auf einem farbigen oder dunklen Blatt ein Fremdkörper ist. Empfinde ich hier überhaupt nicht so, finde ich wirklich sehr schön integriert. Ja, was kann ich sonst noch zu der Uhr sagen? Ein Knaller ist natürlich das Band, ne? Dafür muss ich die Uhr mal kurz anlegen, um euch das wirklich genau zu zeigen. Da muss ich kurz, gehen wir mal etwas weiter, dann sieht man das ein bisschen besser, wie die Uhr am Arm sitzt. Dafür muss ich meine Archimede-Sporttaucher ausziehen. Ja, das ist also mal im Vergleich die Archimede-Sporttaucher gegen die Heinrich-Taucher. Beide haben einen Durchmesser von 41 mm. Und dann kann man mal sehen, wie unterschiedlich die Uhren doch wirken. Und am Arm, jetzt ist das Band für mich natürlich ein klein wenig zu groß, also um genau zu sein, sehr viel zu groß. Aber so sitzt die Heinrich-Taucher bei mir am Arm. Und da kann man schon eine Sache sehen, von der Draufsicht her wirkt dieses integrierte Band absolut super klasse. Optisch wirklich schön, aber es ist eine relativ große Auflagefläche notwendig. Ihr könnt das hier sehen, wenn ich ein bisschen schiebe, da steht die Uhr schon über. Und mit den Fingern seht ihr, dass die Uhr auf meinem Arm wirklich genau an den Grenzen meines Arms liegt. Wenn es ein bisschen mehr wäre, würde die Uhr schon überstehen und das Band fällt relativ steil ab. Ich sage euch da gleich aber noch mehr zu. Die schwarze am Arm wirkt etwas anders. Da kann man schon mal sehen, was Farbe ausmacht. Ich persönlich finde, die schwarze wirkt erstaunlicherweise etwas kleiner am Arm als die grüne. Fand ich sehr interessant.
Das Band an sich ist ein sogenanntes Leiterband. Ich schaue mal, ob ich irgendwo was Farbiges habe. Nee, habe ich nicht. Da muss ich doch nochmal auf den Arm tun, weil ihr könnt sehen, dass die Glieder durchbrochen sind und wirklich wie Leiterstufen Luft dazwischen ist. Gehen wir mal ein kleines bisschen näher ran, dann kann man das noch besser sehen. Ein wunderschönes Band für den Sommer, richtig luftig, absolut stabil, so wie man das von Stahlbändern kennt. Da wackelt nichts, da ist kein großartiger Saitenspiel drin. Das Band ist sehr schön beweglich und sehr gut durchlüftet. Also diese Art des Leiterbandes habe ich bei aktuellen Uhren nicht gesehen und finde ich richtig mega klasse. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Verbaut ist eine sehr massive Schließe, natürlich mit dem Heinrich-Taucher-Logo. Und wenn wir da ein kleines bisschen rangehen, dann seht ihr, dass es zwei Drücker gibt. Der eine Drücker ist für die Standardschließe. Übrigens auch hier nicht einfach nur die Bügel, sondern die Bügel auch noch mal verziert. Sehr schön. Und das zweite Paar Drücker ist eigentlich ein Schieber, den man zurückzieht, um eine Tauchverlängerung in mehreren Stufen rausziehen zu können. Diese Schließe ist die standardmäßig verbaute. Optional gibt es aber auch noch eine kleinere Schließe, die ein kleines bisschen weniger aufwendig gemacht ist. Ihr könnt hier sehen, die Bügel sind auch nicht verziert. Die Schließe als solche ist in Ordnung, aber nicht so massiv wie die andere Schließe, hat auch keine Tauchverlängerung. Dafür ist sie aber deutlich kleiner und flacher als die doch sehr präsente Schließe, die standardmäßig verbaut ist. Wer also keine großen, dicken Schließen möchte und auch die Tauchverlängerung nicht braucht, ist mit dieser kleinen Schließe ganz bestimmt sehr gut bedient. Ja, was gibt es jetzt bezüglich der Unterscheidung Prototyp und Serie? Fangen wir einmal an mit dem Datumsfenster. Das Datumsfenster ist hier noch relativ klein und ihr seht, dass die Ziffer 5 bis an den Rand des Fensters geht. Das Datumsfenster wird noch vergrößert werden. Was ebenfalls bei sehr genauem Hinsehen zu sehen ist, und dafür muss ich mal versuchen, ob ich das angedeutet bekomme, hier gibt es noch ein kleines Spaltmaß zwischen Keramik und Edelstahl. Diese Spaltmaße werden in der Serie noch weiter reduziert und optimiert. Wolfgang hat mir zudem noch gesagt, und da bin ich ehrlich gesagt sehr dankbar für, das Armband ist integriert, aber wenn man es bewegt, gibt es doch hier ein relativ deutliches Spaltmaß. Das wird ebenfalls zur Serie weiter verbessert, sodass die Passgenauigkeit und die Spaltmaße hier ganz klar weiter reduziert werden. Und er hat mir noch gesagt, dass die Superluminova auf den Zeigern verbessert wird. Gleich im Nachtbild können wir uns das einmal genau anschauen, wie sie jetzt ist, egal wie sie sein werden. Ich weiß es selbst noch nicht. Sie wird verbessert werden und wird in der Serie heller sein. Und dann habe ich Wolfgang noch auf eine andere Sache angesprochen und die möchte ich euch jetzt auch ganz kurz zeigen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich die Integration des Bandes optisch wunderschön finde. In der Aufsicht finde ich das richtig gut gelungen und auch bei mir am Arm sieht das noch sehr gut aus, wenn ich den Arm nicht ein bisschen bewege und
die Uhr dann ins Rutschen gerät. Denn, und das ist halt der Preis, den man für diese Optik zu einem gewissen Grad zahlen muss, die Länge des starren Konstrukts mit den festen Bandgliedern, die ich hier messe, liegt bei 57,5 mm. Das heißt, das, was sonst Lug-to-Lug ist, ist hier das feststehende, weit integrierte Endlink, sind 57 mm, die man aktuell als Auflagefläche auf dem Arm braucht. Da habe ich mit Wolfgang gesprochen, dass ich das doch relativ viel finde, und er sagte, dass zur Serie hin hier auch noch mal dran gearbeitet wird, entweder um die, ich gehe noch mal ein kleines bisschen näher an die Uhr ran, entweder um die Endlinks etwas zu kürzen oder aber den Winkel etwas zu verändern, sodass man zum einen etwas weniger Auflagefläche auf dem Arm braucht und zum anderen das Band bereits einen leicht abfallenden Charakter hat und nicht wie bei mir bei einer Auflage von knapp 60 mm das Band dann gerade am Arm runterfällt, sondern es noch so eine kleine Wölbung gibt. Das sind die Änderungen zwischen der Prototyp-Variante und der Serie. Einigen von euch ist es immer sehr wichtig zu sehen, wie die Zeiger gesetzt sind, und das möchte ich euch auch an beiden Uhren zeigen. Immer vorausgeschickt, das hier ist ein Prototyp und in der Serie wird da gegebenenfalls ein anderer Fokus drauf gelegt. Ich habe das noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wie die Zeiger hier gesetzt sind. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. So, und jetzt müssen wir kurz zack und schauen uns das an. Naja, das finde ich für einen Prototypen, der nicht die Auslieferungsendkontrolle oder möglicherweise nicht die Auslieferungsendkontrolle durchlaufen hat, sehr ordentlich. Und da ich zwei Uhren auf dem Tisch habe, kann ich das auch bei der zweiten Uhr noch einmal testen. Im Übrigen zeige ich euch gleich noch, beziehungsweise im Abspann, die unterschiedlichen Farbvarianten der Uhr, denn es gibt viele verschiedene Varianten und nicht nur schwarz und grün, sondern auch noch andere, die ich alle sehr interessant finde. Die Uhr wird bei der Auslieferung als Early Bird Preis 819 € kosten, und die Meteorit-Variante, die ich euch gegen Ende des Videos zeige, wird 170 € extra kosten. Also 819 € als Early Bird Preis. Ich kann noch nicht genau sagen, was der spätere unverbindliche Verkaufspreis sein wird. Ich gehe aber davon aus, dass es irgendwo knapp unter 1.000 € ausgehen wird, aber das ist nur eine Vermutung von mir, die ich so noch nicht bestätigen kann. Und hier ebenfalls die Zeiger sehr gut gesetzt bei der grünen und bei der schwarzen. Wirklich nichts zu meckern. Wunderbar. Jetzt stelle ich noch mal kurz die Zeiger so, dass man auch ein bisschen mehr sieht, wenn ich gleich den Lumishot mache. Also ich finde die Uhren wirklich sehr gut. Sie sind relativ schwer. Was ist das denn? Auf der Seite wiegt sie 131. Und wenn sie liegt. Okay, also um die 130 bis 140 Gramm. Ich bin gerade vollkommen irritiert. Die grüne. Ihr seht es, knapp unter 140 Gramm. Ganz offensichtlich habe ich eine Schätzwaage und keine Wiegewaage. Wie dem auch sei, ihr habt gesehen, in welchem Gewichtsbereich die Uhren liegen.
Ich finde es am Arm in keinster Weise unangenehm. Und das Band ist, muss ich mal darauf zurückkommen, für mich absolut der Knaller. Die Bandglieder sind übrigens verschraubt. Da schauen wir auch noch mal ganz kurz ein bisschen näher rein. Schön gearbeitet. Von der Seite sieht man übrigens auch nichts von diesem Leiterband. Erst wenn man das Band ein kleines bisschen dreht, sieht man die Lücken und die Leiter. Sehr schön, außergewöhnlich. Und nach der kurzen Zeit, die ich die Uhr hier am Schreibtisch am Arm hatte, kann ich auch sagen, wirklich komfortabel, sehr luftig, richtig, richtig schön für den Sommer. Da schwitzt man überhaupt nicht drunter. Es kommt ganz viel Luft an den Arm. Echt tolle Sache. Dass hier die Schraube raussteht, ich weiß, dass manche das sehen. Das liegt daran, dass die Schraube, dass die Schließe gewechselt wurde. Das sind eben die Präsentationsuhren bzw. Uhren, die auch andere in der Hand hatten und die nicht jedes Mal die Verkaufsendkontrolle durchlaufen, wenn sie weitergeschickt werden an den nächsten, der Aufnahmen damit machen möchte. So, und jetzt zeige ich euch noch einmal, wie die Uhren bei Nacht aussehen. Hier oben seht ihr die beiden Uhren, die ich bereits vorgestellt habe. Und hier zeige ich euch jetzt die Farbvarianten, die es zusätzlich noch gibt. Und ich finde, das ist wirklich ausgesprochen interessant. Und wer den grundsätzlichen Typ mag, wird bei diesen Farbvarianten bestimmt auch seine spezielle Lieblingsuhr finden. Die Variante mit dem Meteoritziffernblatt hat übrigens noch eine Besonderheit. Nämlich die bereits gezeigten Wellen an der Außenseite der Lünette sind mit Leuchtmasse gefüllt, was nochmal einen ganz besonderen Effekt hat, allerdings auch einen kleinen Aufpreis kostet, aber dazu komme ich gleich. Das Ganze wird übrigens bei Kickstarter gestartet und wie gesagt 819 Euro Early Bird Preis. Wenn das Video erscheint, ungefähr 2 Wochen. Ich kenne den genauen Termin nicht, aber sehr zeitnah werden die Uhren dann bei Kickstarter verfügbar sein. Ja, das war die Heinrich Taucher. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare zu der Uhr schreibt. Was ich davon halte, habe ich euch ja schon gesagt. Da fällt mir übrigens ein Zuschauer von mir hat hier auf dieses Video geklickt, auf eines der beiden und war absolut begeistert. Ein anderer Zuschauer hat hier unten meinen Kanal abonniert und seitdem findet er YouTube noch viel besser als vorher. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.